richtig dunkel ist. Ich glaube, wir sieht wieder nach dem Wolkenbruch aus, keine Ahnung. Einfach nicht witzig mehr. Dann haben wir offene Küchen und Küchenbereiche mit Essbereich davor. Aber sehr hell. Ein Dachgeschosswohnung. Mit Terrasse, Westterrasse. Sehr hell, sehr angenehm. Aber Sie sehen ja, es wird stürmisch, sieht richtig nach Regen aus, wird bestimmt wieder nass werden. Schöne Terrasse mit Unterstellmöglichkeiten für Stühle und so, damit man nicht alles wegräumen muss. Blick in den Innenhof. Wird richtig stürmisch. Parkplätze gibt es auch noch. Terrasse aus. Hier nochmal ein Blick ins volle Wohnzimmer mit Küchenbereich. Ist einfach nur ein Traum. Hier rechts war der Bereich für die Garderobe. Dann haben wir gleich ein Highlight, gleich hier vorne. Haben wir ein großes Gäste-WC. Mit Fenstern natürlich, sehr schön Fliesen, unten dunkel, Wand hell. Und dann haben wir hier hinten zwei riesige Schlafzimmer. Erste Schlafzimmer ostseitig, das heißt, wenn Sie hier morgens aufstehen, haben Sie hier morgens die Sonne. Weil es halt Dachgeschoss ist, sieht man halt die Träger etwas, was ich aber nicht schlimm finde. Wenn man hier einen schönen Einbauschrank sich einbaut in die Ecke hier hinten, das passt schon. Mal einen Blick aus der anderen Ecke. Schlafzimmer westseitig, etwas kleiner. Halt hier abends die Sonne. Natürlich auch, ist ein Dachgeschoss, haben wir natürlich auch die Balken drin. Wichtigste überhaupt noch, wir haben einen Wannen- und Duschbad mit separater Toilette. Das ist einfach Weltklasse. Wir haben erstmal eine Eckbadewanne, die schon ein Traum ist. Großes Fenster zum Innenhof, kein Haus gegenüber, schön entspannt. Wir haben da in der Ecke den Duschbereich, wir haben Bots oben drin. Aber haben sie schön hinbekommen, obwohl ganz schön eng ist jetzt. Bad ist nicht ganz so groß, aber sehr schön gemacht. Dann haben wir gegenüber noch den Anschluss für die Waschmaschine. Der Spiegel ist automatisch drin, aber trotzdem schön. Dann haben wir hier ganz versteckt hier hinten den Toilettenbereich mit dem Handtuchheizkörper. Schön versteckt das Ganze. Dann sind wir durch die Dreizimmerwohnung, Dachgeschoss,
Erstbezug nach Vollsanierung schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Tag und gesund bleiben. Danke, tschüss.